Hallo zusammen, hier ist Jan vom Brettspiel erklärt. Heute habe ich noch mal was ganz Cooles für euch, und zwar ein Solospiel von Mage Knight. Das ist jetzt, wie man hier oben sieht, die Ultimate Edition. Ich habe schon mal aufgebaut. Ich hatte ja vor, ja, ein paar Wochen ist es jetzt schon her, mal eine Solo Top 10 Liste gemacht. Die ist unten auch noch mal verlinkt. Eins der allerobersten Plätze, ich glaube, es war Nummer 2, war Mage Knight. Und dazu habe ich natürlich noch kein Video gemacht, deswegen musste ich das auf jeden Fall mal nachholen. Da Mage Knight recht lang dauert und man mehrere Tage durchspielt, werde ich das Video aufteilen in die verschiedenen Tage. Also man spielt jetzt in dem Szenario, das ich jetzt ausgewählt habe, insgesamt 3 Tage durch, immer morgens und abends. Und genau, deswegen ist das jetzt quasi der erste Tag morgens und abends. Und die anderen beiden Videos kommen dann auch demnächst. Das ist einfach, damit das Video jetzt irgendwie nicht 3 Stunden lang wird. Das genau, ist dann auch ein bisschen lang zu anschauen. Ja, aufgebaut habe ich soweit schon. Ein paar Komponenten sieht man nicht. Die zeige ich euch gleich dann immer. Wir spielen eine Solo-Eroberung. Das heißt, wir sind der Charakter hier. Das ist eine coole Sache, die Miniaturen kommen bemalt. Ich meine, mäßig bemalt, aber immerhin bemalt. Wir starten hier im Portal. Hier ist auch nochmal ein Bild von uns. Das sind wir. Goldix, wenn man so ausspricht, weiß ich nicht. Wir fangen an, wir sind am Anfang Level 1 und haben eine neutrale, genau, hier sind wir, auf der 1, Level 1. Und am Anfang sind wir noch neutral. Wir können im Verlauf des Spiels quasi eher zur guten oder zur schlechten Seite überlaufen sozusagen. Unser Ziel, ja, in der Eroberung ist es, Städte zu besiegen und einzunehmen. Es gibt hier 2 von den Städten, die werden wir erst im Laufe des Spiels quasi entdecken. Und wenn wir sie dann entdeckt haben, müssen wir auch beide Städte einnehmen. Das ist das Ziel. Es gibt eine Stadt, die erste, die wir erobern, die ist ein bisschen einfacher zu besiegen. Und dann gibt es noch eine zweite Stadt, die ist dann deutlich schwerer. Das Spiel verläuft jetzt im Prinzip so, dass wir hier ja auf der Landschaft quasi starten in dem Gebiet. Das wird jetzt quasi, geht das so zur Seite sozusagen. Also wir können jetzt natürlich hier jetzt Wasser überall an der Seite. Und von hier aus können wir ja, nach Belieben entdecken. Es gibt einen Stapel mit weiteren Karten, die wir aufdecken müssen, die von den unteren, da sind insgesamt 4 von drin. Von den 4 sind 2 die Städte. Wir wissen also noch nicht, wann wir die Städte finden. Und auf dem Weg, ja, am Anfang ist man ganz schwach, man ist nur Level 1, man hat noch keine Verbündeten und nichts. Und ja, am Ende wird das dann hoffentlich zumindest ganz anders aussehen. Wie gesagt, das ist die Ultimate Edition, das heißt, ich habe ein paar Sachen hier mit drin direkt, aber genau, die erkläre ich euch dann einfach immer, wenn das passiert. Das erste, was wir einmal machen, sind einmal die Würfel würfeln. Die habe ich noch nicht gewürfelt. Wir beginnen also unseren ersten Tag. Das sind die Mana-Sorten oder Farben, die verfügbar sind. Zweimal grün, einmal weiß. Die können wir quasi während unseres Zuges eine dieser Farben verwenden. Und was wir dann noch machen müssen, ist uns eine Karte aussuchen. Das sind quasi die Karten, je nachdem, wie schnell man starten möchte. Da dürfen wir uns jetzt einfach aussuchen, je früher wir starten, desto ja, öfter sind wir potenziell drin. Wir spielen nämlich gegen einen Timer, das ist quasi ein anderer Charakter sozusagen. Letztendlich ja, agiert das mehr oder weniger nur als Timer, also der läuft jetzt nicht hier irgendwie auf dem Plan rum. Und genau, aber die späteren Karten haben dann aber bestimmte Effekte. Ich nehme jetzt mal die Karte 4. Die finde ich ganz gut. Das heißt, wenn wir am Ende unseres Zuges noch mindestens 2 Karten auf der Hand haben, dann dürfen wir quasi eine Karte mehr nachziehen. Unser Handkartenlimit aktuell ist 5. Das können wir im Laufe des Spiels auch erhöhen. Aber ja, das ist am Anfang ganz gut. Da benutzt man oft nicht alle Karten. Das heißt, das ist ein passiver Effekt. Den lege ich mal hier hin. Jetzt ziehen wir auch noch zufällig eine Karte für unseren ja, Gegenspieler. Der startet mit einer 6. Okay. Das heißt einmal, dass die Karte 6 jetzt beim zweiten Tag nicht mehr verfügbar ist, die Karte 4 auch nicht. Und das heißt aber, dass wir eine niedrige Karte haben. Das heißt, wir beginnen. Die Karte brauchen wir prinzipiell nicht mehr, die kann weg. Dann können wir auch direkt starten. Ich zeige euch einmal hier die Handkarten. Ich werde das Spiel jetzt so ja, nach und nach ein bisschen erklären. Es gibt erstmal, ja, wie ihr auf den ersten Blick sehen könnt, verschiedene Farben. Die Farben haben natürlich auch mit dem Mana zu tun, das man ausgeben muss, um die Karte zu verstärken. Es gibt prinzipiell eine obere Seite und eine untere Seite.
oder Aktion. Die obere ist quasi so normal ausgeführt, die untere darf man nur ausführen, wenn man denn einen Mana der entsprechenden Farbe ausgibt. Also aktuell, wie gesagt, haben wir grünes und weißes Mana zur Verfügung. Man kann später auch Kristalle einsetzen, um das zu tun. Das ist auch so ein bisschen der Fokus von meinem Charakter. Der kriegt besonders gut Kristalle. Und genau, hier haben wir noch eine grüne Karte. Am Anfang ist natürlich Bewegung erstmal nicht ganz verkehrt. Wir dürfen uns jetzt zu Beginn unseres Zuges bewegen und dann dürfen wir genau eine Aktion ausführen. Das heißt, idealerweise würde ich jetzt direkt irgendwo hingehen, wo ich dann etwas machen kann. Die Bewegungskosten stehen hier auf dem Übersichtsplan. Das ändert sich auch nochmal in der Nacht, aber genau, aktuell ist das die vom Tag. Das heißt, es ist ein bisschen einfacher in den Wald zu gehen und ein bisschen schwerer in die Wüste. Ja, mir gefallen meine Handkarten noch nicht so richtig gut. Daher würde ich sagen, gehe ich als allererstes hin und spiele diese Karte aus. Das ist jetzt so eine, ja, eine Nebensaktion. Das ist jetzt hat quasi diese hier oben das Handsymbol. Das zählt jetzt nicht als volle Aktion. Ich würde auch eigentlich direkt mal hingehen und den grünen Mana hierfür einsetzen. Und dann genau Heilung 2 oder ziehe 2 Karten. In dem Fall möchte ich jetzt auf jeden Fall 2 Karten ziehen. Das heißt, ich ziehe die beiden Karten. Ich hoffe eigentlich für Karten, wo Bewegung drauf ist. Das habe ich jetzt leider nicht bekommen. So richtig viele Bewegungsaktionen habe ich jetzt nicht auf der Hand. Das ist am Anfang immer schlecht, aber ich mache mal das Beste, was ich kann. Das heißt, ich setze einmal die Karte hier ein, um mich 2 zu bewegen. Das heißt, ich gehe vielleicht mal hier hin. Ich versuche als erstes mal hier zu dem Dorf zu kommen, wobei ich das diese Runde eher nicht schaffe. Dann spiele ich noch die Karte hier, auch nur für den schwachen Effekt. Das heißt, lege eine andere Handkarte ab, um Bewegung 3, Einfluss 3 oder Angriff oder Block 3 zu erhalten. Ich möchte natürlich Bewegung kriegen, das heißt, ich kann jetzt eine andere Karte ablegen. Da wähle ich dann die Karte. Das heißt, ich kriege nochmal Bewegung 3 und kann noch einen Schritt weitergehen, weil ein Schritt kostet ja 2. Jetzt habe ich eine Bewegung übrig, die ich aber nicht benutzen möchte oder kann. Das heißt, ich bin fertig und leider, ja, ich könnte theoretisch jetzt noch 2 Karten abwerfen, um auf das Dorf zu gehen, aber das möchte ich mal nicht. Das heißt, ich bin fertig, kann jetzt quasi keine Aktion machen diese Runde. Den Würfel, den ich benutzt habe, den würfel ich einmal neu. Das heißt, wir haben jetzt ein rotes Mana. Die Karten kommen auf den Ablagestapel. Aktuell haben wir jetzt noch 3 Karten auf der Hand. Und wenn ihr euch erinnert, wenn ich mindestens 2 auf der Hand habe, am Ende meines Zuges ist mein Handkartenlimit um 1 erhöht. Das heißt, ich darf jetzt 3 Karten nachziehen. Hoffen wir mal, dass hier ein bisschen Bewegung dabei ist. Ja, hier ist zumindest mal eine Bewegung dabei, das ist nicht schlecht. Und genau, ein bisschen was angreifen. Das kann ich gleich machen, um vielleicht hier die Burg anzugreifen. Dann ist jetzt der Gegner dran. Der Gegner, der deckt einfach 3 Karten stumpf auf. Und wir gucken uns die dritte Karte an und von der Farbe, wenn jetzt hier entsprechende Kristalle liegen, müssten wir mehr Karten ziehen. Das ist jetzt nicht der Fall. Das heißt, alles gut. Das, wie gesagt, ist der Timer. Wenn wir durch das Deck hier durch sind, dann ja, ist, sage ich mal, die Runde dann schnell vorbei. Dann beginne ich wieder damit, mich zu bewegen. Ich spiele als allererstes diese Bewegungskarte. Die gibt mir Bewegung 2. Und man hat immer die Möglichkeit, beliebige Karten schräg zu spielen, um eins von irgendetwas zu kriegen. Das heißt, ich spiele diese Karte schräg, um Bewegung 1 zu kriegen. Das heißt, ich habe Bewegung 3 und damit genug Bewegung, um mich auf das Dorf hier zu bewegen. Für die ganzen Orte, die man so besuchen kann, gibt es auch immer eine Übersichtskarte. Das ist auf jeden Fall sehr hilfreich, weil hier nochmal speziellere Aktionen draufstehen, was man jetzt in dem Dorf machen kann. Eine Sache, die wir auf jeden Fall machen können, ist eine Einheit zu rekrutieren. Das würde ich auch direkt machen. Um Einheiten zu rekrutieren, braucht man Einfluss. Das heißt, ich spiele Bedrohung und benutze auch hier den roten Würfel. Das heißt, ich kriege Einfluss 5, verliere aber ein Ansehen am Ende des Zuges. Ich nehme es mir jetzt mal schon, sonst vergesse ich das nachher. Das heißt, wir gehen aktuell, ja, machen wir etwas Böses, sage ich mal. Und wir rekrutieren uns dann einmal Schurken. Die Rekrutierungskosten stehen hier unten, das sind 5. Die habe ich auch gerade bezahlt.
Und jetzt, genau, hier steht auch nochmal, dass wir den Schurken in einem Dorf oder einer Burg rekrutieren können. Und hier sind jetzt die verschiedenen Aktionen, die wir machen können. Wir können aktuell eine Einheit kontrollieren. Das sieht man quasi hier an diesem Plättchen. Im Verlauf des Spiels kriegen wir mehr davon. Das heißt, wir haben jetzt eine Einheit, die können wir quasi einmal einsetzen, das Plättchen da drauflegen und dann einer dieser Aktionen hier machen. Das war dann die Aktion. Ich würde jetzt auch noch hingehen und die Karte hier ausspielen für den normalen Effekt. Oder behalte ich die? Ne, ich behalte die erstmal. Die kann, glaube ich, gleich ganz gut sein. Das heißt, ich bin auch wieder fertig. Ich habe mich bewegt, eine Aktion ausgeführt, dann würfel ich den Würfel. Die Karten kommen auf den Ablagestapel. Wir haben drei Karten übrig. Das heißt, ich darf auch wieder drei Karten nachziehen. Diesmal brauche ich eher Angriff und Verteidigung. Das ist gut. Und unser Gegner ist wieder dran. Da decken wir auch wieder drei Karten auf. Wir gucken auf die dritte Karte. Das ist eine weiße. Da liegt ein weißer Kristall. Das heißt, wir müssen jetzt eine Karte mehr aufdecken. Die Farbe jetzt ist aber egal, weil man maximal einmal quasi mehr aufdecken muss. Also ich würde prinzipiell hier ganz gern in den Irrgarten reingehen. Da gibt es ein paar coole Sachen zu machen. Ich würde allerdings noch einmal hingehen und das Dorf, auf dem ich bin, plündern. Das kann ich quasi zwischen meinen Zügen machen. Das bedeutet, dass ich ein Ansehen verliere, aber dafür zwei Karten ziehen darf. Das gibt mir jetzt dann hoffentlich mehr Optionen für meinen Zug. Mein Ansehen ist natürlich eins runtergegangen. Jetzt habe ich aber eine, ja, sehr große Kartenhand, womit ich dann jetzt hoffentlich viel machen kann. Das Erste, was ich mache, ist eine Bewegung ausgeben, um... nee, das kann ich nicht tun. Ja, ich gebe beide Bewegungen aus. Das heißt, ich habe jetzt Bewegung 4, um hier hinzugehen. Die, genau, sind schon mal gespielt, Bewegung 4. Jetzt kann ich, wenn ich möchte, den Irrgarten entdecken. Da ich jetzt aber auch angrenzend von der Burg bin, kann ich die Burg aufdecken und gucken, was hier auf mich wartet. Hier sind auch ein paar Schurken, die ich bekämpfen kann. Die Werte erkläre ich jetzt gleich natürlich nochmal. Und genau, wenn ich die besiege, kriege ich sogar ein Ansehen dazu. Aber ich möchte erstmal hier den Irrgarten entdecken. Das heißt, ich muss jetzt Bewegungen ausgegeben. Ich darf jetzt entweder 2, 4 oder 6 Bewegungen ausgeben, um den Irrgarten zu erkunden. Wichtig ist, ich kann den nur einmal erkunden. Das heißt, ich muss mich jetzt wirklich entscheiden. Je mehr Bewegungen ich ausgebe, desto ja, mehr kriege ich am Ende natürlich auch raus. Aber ich entscheide mich jetzt erstmal, 4 Bewegungen auszugeben. Das ist dann einmal hier 2 Bewegungen, dann hier eine Bewegung und hier nochmal eine Bewegung. Das heißt, so habe ich 4 Bewegungen gesammelt und kann jetzt hier die 4 quasi erkunden. Beim Irrgarten gibt es auch die besondere Regel, dass ich maximal einen meiner Einheiten mitnehmen kann. Das ist in dem Fall kein Problem. Ich habe ja eh nur die Schurken. Das heißt, die nehme ich quasi mit in den Irrgarten. Was wir jetzt entdecken, ist ein Chip mit dieser Rückseite. Den decke ich jetzt einmal auf und hoffe auf was Gutes. Okay, das ist tatsächlich gar nicht so schlecht. Und dann findet jetzt ein Kampf statt zwischen mir und dem Minotauro, den ich jetzt hier entdeckt habe. Ich erkläre einmal kurz, was die Werte zu bedeuten. Also oben ist erstmal die Rüstung wert, also so viel Schaden muss ich machen, bis der Gegner kaputt ist. Hier ist, wie viel er angreift. Hier eventuell besondere Fähigkeiten. In dem Fall, glaube ich, macht er doppelte Wunden, wenn er mir Wunden macht. Und die Erfahrungspunkte, die ich kriege, wenn ich ihn besiege. Damit gehen wir auch in den Kampf über. Das allererste, was passiert, ist, dass ich einen sogenannten Belagerungsangriff oder Fernkampfangriff machen kann. Das heißt, ich kann jetzt versuchen, den Gegner schon zu besiegen, bevor er überhaupt agieren kann. Das Gute ist, dass ich das tatsächlich schaffe, weil der Gegner ist nicht befestigt. Befestigt wäre beispielsweise hier der Schurke. Das heißt, wenn er in der Mauer ist, kann ich ihn quasi nicht überraschen. Das heißt, da würde das mit einem fernen Kampfangriff nicht funktionieren. Aber den Gegner hier habe ich ja einfach so im Labyrinth entdeckt. Das heißt, er ist nicht befestigt. Das heißt, jetzt setze ich einmal die Karte hier ein mit dem unteren Effekt. Das ist ja relativ schwer zu lesen, aber im Endeffekt benutze ich den jetzt hier. Jetzt darf ich eine andere Karte spielen.
und den Effekt, den starken Effekt zu kriegen. Das heißt, ich spiele jetzt die Karte, um den starken Effekt hier zu kriegen. Aber zusätzlich kriege ich noch plus 3 auf den Wert hier. Das heißt, ich habe jetzt Fernkampfangriff 6 anstatt Fernkampfangriff 3. Und das reicht aus, um den Gegner zu besiegen, bevor er mich überhaupt angreifen kann. Weil er hat ja nur 6 Leben. Das heißt, ich habe ihn direkt besiegt. Darauf habe ich gehofft, dass ich einen kriege, der nicht mehr als 6 hier hat. Weil ich dann genau mit der Kombination hier der beiden Karten Fernkampfangriff 6 machen kann. Genau, habe ich ihn besiegt. Das heißt, als erstes kriege ich einmal 4 Schritte. 1, 2, 3, 4. Das heißt, ich bin aufgelevelt. Das mache ich jetzt gleich. Und aber als Belohnung für den Irrgarten, das steht einmal hier, abhängig davon, ja, wie viel Bewegung ich ausgegeben habe. Ich habe jetzt 4 ausgegeben, das heißt, ich kriege einen Zauber. Wenn man einen Zauber bekommt, dann gibt es eine Auslage von 3 Karten, wo man sich jetzt einen Zauber aussuchen kann. Das mache ich jetzt einfach mal, und zwar nehme ich einfach den Zauber hier, und zwar das Mana-Geschoss. Ähnlich wie eben gibt es quasi hier einen schwachen Effekt, einen starken Effekt. Den schwachen Effekt kann ich einsetzen mit dem Mana, was hier steht. Also es ist ein Zauber, der braucht quasi immer Mana. Dann passiert der Effekt hier. Wie man sieht, das ist ein recht guter Angriff, auch mit Belagerungsangriff oder halt Fernkampfangriff. Das ist ziemlich gut. Ich kann aber auch den 2 Mana ausgeben, quasi blauen und schwarzen. Das kann ich aber nur in der Nacht machen, um dann einen noch stärkeren Angriff zu kriegen. Also die Karte, denke ich, wird ganz gut sein. Die kommt jetzt tatsächlich oben auf meinen Ablagestapel. Das heißt, auf meinen Nachziehstapel. Das heißt, den werde ich auf jeden Fall nächste Runde ziehen. Ich muss einmal hier mein Plättchen drauflegen, dass ich hier das Labyrinth erkundet habe. Das darf ich, wie gesagt, nur einmal machen. Und weil ich jetzt aufgelevelt bin, darf ich mir eine verbesserte Fähigkeit aussuchen. Auch da gibt es wieder eine Auslage. Ich nehme mir jetzt einfach mal die Karte hier, die ist, glaube ich, gerade früh im Spiel extrem gut, die heißt Ausbildung. Damit kann ich quasi meine Standardkarten, die ihr ja hier schon gesehen habt, durch diese verbesserten Karten aufwerten. Den Unterschied sieht man hier übrigens, das hier mit meinem Startsymbol, das ist quasi meine Startkarten. Die verbesserten Karten haben das jetzt nicht mehr, funktionieren prinzipiell aber genauso. Auch die Karte kommt oben auf meinen Nachziehstapel. Dann bin ich nämlich auch fertig. Ich muss einmal den Mana-Würfel würfeln, habe mir einen grünen gewürfelt und die Karten kommen auf den Ablagestapel. Ich habe jetzt nur noch eine Karte auf der Hand, das heißt, ich ziehe einfach die restlichen Karten nach. Jetzt habe ich natürlich die Karten gezogen, die ich gerade hier reingelegt habe, und der Gegner ist dran. Da decke ich wieder 3 Karten auf. Blau, also ziehen wir keine weiteren Karten. Ich kann tatsächlich nicht mehr allzu viel Sachen machen. Ich würde noch versuchen, meine Ausbildungskarte zumindest irgendwie effizient einzusetzen. Das heißt, ich kann als allererstes einmal die Karte spielen. Das ist jetzt wieder so eine Nebenaktion. Ich darf ein Mana bezahlen und mir ein Kristall dieser Farbe nehmen. Ich würde jetzt einfach mal grün bezahlen. Das heißt, ich nehme den einfach aus der Quelle und kriege dann einen grünen Kristall. Zeige ich mal ganz kurz, das ist ja so kleine Kristalle halt. Der kommt hier hin. Jetzt kann ich am Ende meines Zuges auch noch eine Karte abwerfen, um diese Karte wieder zurück in meine Hand bekommen. Das würde ich auch machen, weil ansonsten mache ich diese Runde nichts. Dann würde ich einmal die Karte abwerfen, kommt auf meinen Ablagestapel und ich kriege die Karte zurück auf meine Hand. Den Würfel würfel ich neu. Dann ist der Gegner auch wieder dran. 1, 2, 3. Wir haben eine weiße Karte gezogen, das heißt, wir müssen eine Karte extra ziehen. Jetzt bin ich wieder dran. Ich werde genau dasselbe eigentlich nochmal machen. Das heißt, diesmal gebe ich vielleicht einen weißen aus und bekomme dann einen weißen Kristall. Im Endeffekt versuche ich jetzt eigentlich nur, meine Züge noch möglichst effizient zu nutzen. Dann werfe ich jetzt auch wieder eine Karte ab, um die Karte zurück auf die Hand zu kriegen. Okay. Dann ist jetzt mein Gegner wieder dran. Und genau, wir ziehen jetzt die letzte Karte. Das heißt, noch ist alles in Ordnung. Dann bin ich einfach wieder dran.
Diesmal mache ich ein bisschen was anderes. Ich spiele meine Ausbildungskarte. Und ja, ich kann eigentlich auch direkt die mit dem Würfel einsetzen. Das heißt, ich kriege den unteren Effekt. Ich gebe jetzt eine Karte von meiner Hand komplett aus dem Spiel ab. Das heißt, die Karte, obwohl die sehr, sehr gut ist, gebe ich jetzt aus dem Spiel ab, weil ich mir dann eine verbesserte Karte nehmen kann. Das hätte ich lieber mit einer anderen Karte gemacht, aber in der Auslage liegen nur blaue Karten und die Farbe muss ja gleich sein. Da nehme ich dann einmal die Frostkugel. Das heißt, die, und weil ich es verbessert habe, kriege ich die auch sofort auf die Hand. Und die spiele ich dann auch direkt aus für den Effekt hier oben. Und zwar kriege ich dann einen blauen Kristall aus dem Vorrat. Dann habe ich jetzt ein bisschen Kristalle gesammelt. Den Würfel muss ich wieder würfeln. Ah, jetzt haben wir auch mal gelbes Mana oder goldenes. Das heißt, während des Tages ist das ein Joker. Das heißt, das kann ich für was auch immer ich möchte benutzen. Die beiden Karten kommen zurück auf meine Hand, auf meinen Ablagestapel. Mein Gegner hat jetzt keine Karten mehr übrig. Das heißt, er sagt das Ende der Runde an. Das heißt, jetzt wäre eigentlich mein letzter Zug. Ich habe aber auch keine Handkarten mehr übrig. Deswegen ist dann jetzt der Tag einmal vorbei. Genau, das drehen wir wieder rum. Wenn der Tag jetzt vorbei ist, passieren ein paar Sachen, die ich jetzt mal mit euch durchgehe. Das erste, was passiert ist, dass unser Gegner mehr Karten dazu bekommt. Das heißt, jetzt nehmen wir einfach die Karte, die in der Auslage am weitesten rechts liegt und tun die Karte bei dem ins Deck rein. Wir werfen auch aus der Auslage den Zauber weg, der am weitesten rechts lag, damit da einfach ein bisschen Rotation drin ist. Dasselbe müssen wir machen mit den Einheiten. Das sind ja die, die, genau, da habe ich ja schon einen von rekrutiert. Die werden quasi auch einfach ausgetauscht. Dann spielen wir jetzt natürlich einmal in der Nacht weiter. Ah, eine Sache, die ich vergessen habe, merke ich gerade. Ich habe mir gar kein Upgrade genommen. Das mache ich noch eben. Ich habe mir eben ja hier eine Karte genommen. Was ich vergessen habe, ist, dass ich noch ein kleines Upgrade kriege. Das sind diese Plättchen hier. Dafür kriege ich zwei zur Auswahl. Und darf mich dann entscheiden, welches von beiden ich nehme. Da schauen wir mal, was ich gezogen habe. Das hätte ich wahrscheinlich noch einsetzen können. Ja, von den beiden nehme ich mir auf jeden Fall das untere Plättchen. Das werfe ich wieder weg oder das kommt genau genommen in der Auslage für später. Und das genau kann ich einmal während des Tages einsetzen. Das habe ich natürlich dann auch noch gemacht, um den Effekt hier zu kriegen. Das heißt dann, dass ich einen blauen Kristall kriege und ich habe einen temporären grünes Mana. Das grüne Mana hält quasi nur für diesen Moment, nur für diese Runde. Aber den Kristall, den kriege ich. Das hätte ich natürlich noch gemacht. Deswegen nehme ich mir den, einen blauen Kristall auch noch aus dem Vorrat. Das heißt, ich habe zwei blaue Kristalle. Das würde jetzt natürlich auch wieder refreshed werden, weil wir jetzt in der Nacht sind. Der drehe ich einmal rum. Genau, die Würfel muss ich neu würfeln. Okay, jetzt ist das gelbe Mana tatsächlich schlecht, weil in der Nacht ist das quasi, ja, kann ich sozusagen nicht benutzen. Und unser Gegner kriegt auch noch einen Kristall, abhängig davon, welchen Zauber wir weggelegt haben. Das war ja ein weißer, das heißt, auch er kriegt hier quasi mehr Kristalle, dass er potenziell auch mehr Karten zieht. Wir nehmen wieder unser Deck und mischen das einmal. Und dann sind wir auch schon fertig für die Nacht. Unser Handkartenlimit ist immer noch 5, das heißt, wir ziehen uns 5 Karten. Und wir fangen auch wieder an, damit uns eine dieser Karten auszusuchen. Die, wie gesagt, funktionieren prinzipiell so wie beim Tag, aber sind ein bisschen andere Texte. Ich nehme mir auf jeden Fall mal Mana-Suche. Ich darf quasi einmal in meinem Zug, bevor ich Mana aus der Quelle benutze, 2 Mana-Würfel neu würfeln. Das ist natürlich jetzt gut, wenn hier eh schon ein Tagesmana oder ein gelbes Mana drin liegt, das ich eh nicht benutzen kann. Deswegen genau, nehme ich den. Und dann muss ich noch einmal zufällig entscheiden, welchen der Gegner bekommt, ob er vor oder nach mir geht. Er geht vor mir. Das heißt, dass der Gegner anfängt. Ach genau, hier muss ich natürlich auch einmal das Deck mischen.
Und wir decken drei Karten auf. Ja, das ist das Schlechteste, dass wir rot gezogen haben, weil wir dann jetzt noch zwei aufdecken müssen. Okay. Dann sind wir aber dran. Ja, wir haben jetzt ein paar Möglichkeiten. Entweder können wir, ja, ich sage jetzt mal an der Burg vorbeilaufen, vielleicht hier in die Wüste rein, weil die Wüste ist nachts über ein bisschen einfacher zu begehen. Oder wir können natürlich versuchen, die Burg zu erobern. Das allererste, was ich aber mache, ist hier zwei Würfel neu zu würfeln. Das können wir einmal pro Zug machen. Ich gehe einmal hin, würfel den gelben und den grünen neu. Hoffentlich kriegen wir was Besseres. Nochmal blau, nochmal weiß. Ja, dann würde ich genau mal auf die Burg drauf gehen. Das heißt, ich greife diese Runde die Burg an. Dafür brauche ich erstmal Bewegung. In die Burg muss ich nämlich richtig reinlaufen oder drauflaufen. Das kostet, weil es ja hier auf Wiese ist, nur zwei Bewegungen. Das heißt, hiermit gehe ich jetzt quasi in die Burg rein und kämpfe gegen die Gegner. Die haben jetzt Befestigung, weil sie ja in der Burg sind. Das heißt, Fernkampfangriff, wie beispielsweise hier den, den ich ja eben benutzt habe, der würde jetzt nicht funktionieren. Ich bräuchte, wenn, Belagerungsangriff. Das ist nochmal eine andere Kategorie, die nochmal quasi besser ist als Fernkampfangriff oder Fernangriff. Deswegen habe ich die jetzt auch als Bewegung gespielt. Das heißt, dass jetzt der Gegner tatsächlich zuerst angreift. Er greift mit 3 an. Und wie gesagt, die Fähigkeit hier bedeutet, dass wenn ich ihn nicht verteidige, dass er doppelten Schaden macht. Aber ich setze mal meine Schurken ein, um die Schurken auch zu verteidigen. Das heißt, jetzt kann ich einfach den hier draufsetzen und mache hier Block 3. Das heißt, Angriff 3, Block 3 hebt sich quasi auf. Das heißt, ich habe die Schurken erfolgreich verteidigt. Jetzt bin ich wieder dran, habe quasi erfolgreich verteidigt, keinen Schaden bekommen. Jetzt muss ich natürlich 5 Schaden machen. Das heißt, ich werfe einmal diese Karte oder benutze diese Karte, um eine andere Handkarte abzulegen. Da lege ich dann einmal die Karte auf meinen Ablagestapel. Dann benutze ich das dann als Angriff 3. Und dann gehe ich hin und benutze die beiden jeweils als Angriff 1. Das heißt, ich komme insgesamt auf Angriff 5. Und habe damit dann den Schurken besiegt. Der Schurke, wenn ich ihn erst besiegt habe, bekomme ich einen Einfluss, kein Einfluss, sondern ein Ansehen dazu. Das heißt, was war gut ist, ich habe hier die Schurken besiegt. Aber jedes Mal, wenn ich eine Burg angreife, verliere ich auch ein Ansehen. Das heißt, wir würden quasi eins runtergehen, eins wieder hochgehen. Kann ich also eigentlich dabei bleiben. Ich bekomme aber 2 Erfahrungspunkte. Bin noch nicht aufgelevelt, habe die jetzt besiegt. Die Karten kommen alle weg. Und ich lege jetzt eins meiner Wappen auf die Burg, um zu zeigen, das ist jetzt meine Burg. Ich habe alle meine Karten ausgegeben, das heißt, ich darf jetzt einmal wieder 5 Karten nachziehen. Und der Gegner ist dran. Grün, das heißt, wir müssen keine weitere Karte weglegen, das ist schon mal gut. Genau, eine Sache, die ich jetzt noch nicht gesagt habe, wenn man quasi eine Burg eingenommen hat, hat man als kleinen Bonus dein Handkartenlimit um 1 erhöht, solange man auf der Burg oder angrenzend zu seiner Burg steht. Das heißt, ich habe tatsächlich noch eine Karte mehr, die ich auf der Hand haben kann. Ich bin wieder ein bisschen in der Situation, dass ich jetzt gerade nicht allzu viel Bewegung auf der Hand habe, aber irgendwas sollte ich auf jeden Fall tun. Deswegen würde ich einmal erkunden. Und zwar lege ich die Karte schräg hin und vielleicht auch die Karte. Die benutze ich dann quasi als 2 Bewegungen und kann dann für 2 Bewegungen kann man erkunden. Das heißt, ich würde einmal das Feld hier erkunden. Dazu nehme ich einfach das nächste Plättchen vom Stapel und darf das oder muss das jetzt einmal so hinlegen, dass das von den Formen her passt. Okay, das lege ich also einmal so hin. Wir haben hier hinten einen Gegner. Die sind immer offen. Ich zeige mal kurz ein bisschen näher. Wir haben hier ein Dorf, das ich vielleicht nochmal plündern kann. Und wir haben hier auch eine Mine, ähnlich wie hier. Da kann ich Kristalle sammeln. Mehr mache ich nicht die Runde. Das heißt, ich lege die beiden Karten einfach auf meinen Ablagestapel. Und darf dann jetzt wieder 2 Karten mehr ziehen. Ich bin ja immer noch in meinem Einflussgebiet von meiner Burg.
Und ja, jetzt habe ich zum Glück eigentlich mal eine Bewegungskarte. Das heißt, nächste Runde kann ich mich dann ein bisschen weiter bewegen. Dann ist einmal der Gegner dran. Da ziehen wir 3 Karten. Die letzte Karte ist wieder rot. Das heißt, wir müssen 2 Karten mehr aufdecken. Das heißt, allzu lange geht die Runde nicht mehr. Oder die erste Nacht. Von daher würde ich auf jeden Fall sagen, setze ich einmal die Karte ein, auch mit dem Mana von hier oben. Das heißt, ich kriege Bewegung 4. Mit Bewegung 4 kann ich jetzt wieder 2 ausgeben, um einmal hier zu erkunden. Da hole ich mir erstmal ein, ja, ich sage erstmal vollständiges Bild von der Umgebung, bevor ich mich entscheide, wo ich langlaufe. Hier haben wir einmal noch ein paar Gegner. Und hier haben wir auch eine Ruine, da kommen die Plättchen hier hin. Weil aktuell Nacht ist, sehe ich die Ruine noch nicht. Das kann ich nur während des Tags sehen oder wenn ich angrenzend stehe. Das waren 2 Bewegungskosten. Jetzt habe ich auch noch mal 2 übrig. Dann gebe ich die Karte hier aus, um noch mal 2 Bewegungen zu kriegen. Das heißt, insgesamt habe ich jetzt 4 und kann damit dann auf das Dorf gehen. Dann spiele ich die Karte hier noch aus. Das kann ich also auch nach meiner Bewegung noch machen. Das ist die Ausbildungsaktion. Jetzt gehe ich hin und werfe diese Karte weg und kriege dafür eine aus der Auslage. Und dafür nehme ich mir den Explosionsblitz. Das ist eine Karte, die gibt es nur in der Ultimate Edition von Mage Knight. Die hat nämlich 2 Farben und die gilt sowohl als weiß als auch rot. Ich habe eine rote Karte abgeworfen, deswegen darf ich mir die nehmen. Die kommt jetzt allerdings auf meinen Ablagestapel, das heißt, die kriege ich erst ab der nächsten Runde. Und das war dann das. Den Würfel muss ich einmal neu würfeln. Ein schwarzes Mana, das ist eigentlich ganz gut, wobei ich, ja genau, mein Zauber kommt theoretisch auch noch. Das heißt, die kommen einmal weg. Jetzt bin ich nicht mehr neben meiner Burg, das heißt, ich ziehe nur 3 Karten nach, dass ich wieder bei 5 bin. Theoretisch könnte ich das Dorf plündern, um eine Karte mehr zu kriegen. Das ist aber, glaube ich, nicht unbedingt nötig. Dann ist jetzt einmal der Gegner dran. Hoffen wir mal, dass er jetzt nichts zieht. Okay, er zieht sogar eine weiße. Das heißt, wir müssen auch jetzt die letzte Karte aufdecken. Das heißt, nächste Runde würde er passen. Das heißt, die Ende der Runde ankündigen. Also sind wir quasi jetzt noch 2-mal dran. Als erstes werde ich auf jeden Fall hier einmal die Würfel neu würfeln. Und zwar würfle ich die beiden neu. Okay, grün würde ich gern haben, das habe ich auch bekommen. Ich spiele dann als erstes einmal die Bewegung hier. Und ich denke, ich kann vielleicht das jetzt diese Runde einsetzen. Das heißt, ich setze das genau ein, ich kriege einen blauen Kristall und einen grünen Mana-Marker. Das heißt, den muss ich diese Runde wirklich ausgeben, den setze ich nämlich dann hier hin. Dann habe ich das benutzt. Das heißt, ich habe jetzt Bewegung 4 und ich lege noch die Karte schräg, das heißt, ich habe Bewegung 5 und darf damit dann hier auf den magischen Kreis, glaube ich, heißt der, gehen. Und als Aktion gehe ich dann hin und fordere den Gegner heraus. Die Gegner, die so im Freien rumlaufen, kann man einfach, wenn man angrenzend ist, herausfordern. Man muss quasi nicht extra dahin gehen. Genau, ich fordere ihn heraus. Und jetzt habe ich wieder die gute Kombination mit der Karte. Das war ja die Karte, wenn ich die aufwerte, das mache ich nämlich jetzt auch. Darf ich eine andere Karte spielen, kriege da den starken Effekt mit plus 3 drauf. Das heißt, jetzt spiele ich die Karte mit dem starken Effekt. Das heißt, ich habe jetzt Eis, Fernkampfangriff, nicht 3, sondern 6. Und das, genau, Eis ist jetzt erstmal egal, ist hauptsächlich ein Fernkampfangriff. Kann damit also Angriff 6 auf ihn machen und habe ihn dann wieder besiegt, bevor er mich überhaupt angreift. Das ist super, dann kriege ich nämlich 2 Erfahrungspunkte, 1, 2, habe jetzt aufgelevelt, der kommt weg. Und wie man hier sieht, passiert jetzt ein bisschen was anderes, nämlich kriege ich ein neues von den Plättchen. Das, wie man sieht, kriegt man während Level 1 und 2, ich bin jetzt Level 3, das heißt, das drehe ich rum und kann jetzt auch einen weiteren Begleiter haben. Außerdem, wie man hier sieht, ist mein Rüstungswert jetzt von 2 auf 3 erhöht. Rüstungswert ist nur relevant, wenn ich angegriffen werde, wie viel Schaden ich dann kriege. Ich nehme mal an, das sehen wir gleich noch, wenn ich irgendwann mal nicht den Gegner direkt kaputt mache.
Ich darf dann einmal den Würfel würfeln für ein weißes Mana. Der, wie gesagt, war ja nur vorübergehend und die Karten kommen auf den Ablagestapel. Und ich ziehe mir hier meine letzten zwei Karten ab. Der Gegner hat keine Karten mehr zu ziehen, das heißt, sie kündigt quasi das Ende der Runde an. Und ich habe jetzt meinen allerletzten Zug der ersten Nacht. Ich habe jetzt noch ein paar Kampfkarten auf der Hand, die mir ja eigentlich nichts mehr so richtig bringen, da kein Kampf ansteht. Daher ist, glaube ich, das Einzige, was ich machen kann, zwei Karten Schreck zu spielen, um jetzt einmal eins aufzudecken. Das heißt, ich würde hier erkunden. Das ist dann der hier. Genau, so hin kommt er. Dann kommt hier wieder einer auf der Burg. Den sehen wir noch nicht, da müssen wir erst nebenlaufen. Wir haben aber auch noch ein Dorf gefunden, das ist ganz gut. Da kann ich rekrutieren gehen nachher. Und ansonsten aber auch keine Gegner. Ja, mit der letzten Karte kann ich nichts mehr machen. Dann ist aber auch mein Zug vorbei. Und wir haben den ersten Tag und die erste Nacht vollendet. Ja, damit soll es das gewesen sein für das erste Playthrough oder für die erste Runde, sage ich mal. Das war jetzt quasi ein Tag und eine Nacht. Davon spielen wir jetzt nochmal die zweite Tag und Nacht und dann auch noch den dritten Tag und Nacht. Am Ende, wie gesagt, müssen wir versuchen, beide Städte einzunehmen. Das funktioniert auch nochmal mit besonderem Kampf. Generell merken, glaube ich, schon, das Deck wird jetzt natürlich immer größer. Die ersten Runden sind tatsächlich auch kürzer als die späteren. Wir haben jetzt ja schon ein paar Karten dazu bekommen. Ich muss jetzt noch ein paar Sachen machen, ein paar Karten tracken, hier was reinnehmen. Habt ihr eben ja schon gesehen, das passiert genauso wie eben auch. Das mache ich aber nicht im Playthrough, da steigen wir dann beim nächsten Mal ein, wenn ich das schon gemacht habe. Dann hoffe ich mal, dass ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.